Zerstörte Regale, Lebensmittel und Müll auf dem Boden eines Supermarktes. Diese Aufnahmen eines lokalen Fernsehsenders zeigen Spuren einer Plünderung in der argentinischen Stadt Moreno. Auch aus anderen Orten waren in den letzten 3 Tagen ähnliche Vorfälle gemeldet worden. Angesichts einer Inflationsrate von fast 116% ist die Sorge vor Unruhen in dem südamerikanischen Land groß. In Vororten von Buenos Aires wurden laut Behördenangaben mehr als 50 Menschen nach Plünderungen und versuchten Raubüberfällen festgenommen. Die Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen, Argentiniens Ex-Sicherheitsministerin Patricia Bullrich, und ihr Konkurrent, der libertäre Populist Javier Milei, forderten im Kampf gegen Ausschreitungen einen Regierungswechsel. Bei den Vorwahlen war die Mitte-Links-Regierung wegen der Wirtschaftskrise kürzlich abgestraft worden.